aus dem Etappenring Andreas Moser. Zum Thema Umwelt und Menschheit. Wir haben ein Problem. Viel Spaß. Zusammenbruch. Absturz. Ende. Einfach so. Es war einfach zu viel. Vor langer, langer Zeit war es wahrscheinlich ein Komet oder so ähnlich, der eine ganze Spezies ausrottete. Diesmal war es die Spezies selbst, die sich vernichtete. Tja, wohl auch das ist möglich. Und jetzt? Überall Dreck, Müll. Nichts mehr da vom Garten Eden. Der Planet hätte seine Bewohner ja sogar noch gewarnt. Aber Menschen hielten es für vernünftig, diesen Ruf der Umwelt zu ignorieren. Wir haben ein Problem. Bevor wir aber tatsächlich diesem Ende entgegensteuern, gibt es im Hier und Jetzt trotzdem noch diesen einen oder anderen verzweifelten Versuch, das zu retten, was noch möglich ist. Vor 4 Monaten wurde doch dieser eine Klimavertrag in Paris beschlossen. Als Rettung des Planeten oder als Kratzen der Kurve wurde er angepriesen. Ja, gerade noch geschafft, oder? Die Erwärmung kann doch noch gestoppt werden. Alles wieder im Butter. Moment, das ist ein Papier und nur ein Papier. Und mehr als auf diesem Papier ist das Ziel noch nicht. Ja, da draußen vor der Tür, da ist das Ziel noch nicht angekommen. In den Klimazielen der Länder oder seitens unserer geliebten Politiker heißt es oft, bis 2030 wollen wir den Treibhausgasausstoß um 60% senken. 2100 sind wir zu 100% grün. Dazu müssen wir nur jetzt handeln. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber 2030 oder 2100 sieht für mich nicht ganz nach jetzt handeln aus. Tja, es ist tatsächlich ein schöner Charakterzug von uns Menschen. Alle gröberen Probleme erst einmal ordentlich zu ignorieren. Wegschauen ist die Devise. Nur nie der Gefahr selbst ins Auge sehen und immer nach Ausreden suchen, warum wir etwas gerade nicht tun wollen. Weil Österreich ist ja eh reich an allem. Wir haben grüne Wälder, angenehme Temperaturen, viel Wasser. Da will einer ja wirklich nicht an Probleme mit der Umwelt denken. Mag schon sein. Nichtsdestotrotz, 40 Grad und Trockenheit bei uns in Österreich, das ist doch nichts Neues. 15 Grad im Jänner, auch schon ganz normal. Eigentlich sollte doch spätestens das zeigen, dass hier eigentlich gar nichts mehr normal ist. Lieber schauen wir alle doch auf die viel ernsteren Probleme weit weg. Und bemitleiden die Ozeane, die Polkappen oder den Regenwald. Ach ja, der Regenwald. Brasilien. Bekannterweise geht doch dort eine staatliche Fläche von Regenwald jährlich verloren. Einfach gesagt, eine Fläche von Österreich und Slowenien zusammen in den letzten 10 Jahren. Und dieselbe Fläche jedes Jahr weltweit. Die brasilianische Regierung tut fast wie selbstverständlich nichts dagegen. Für den eigenen wirtschaftlichen Vorteil natürlich. Ja, das Land an sich selbst hat tatsächlich einige triftige Gründe zur Abholzung. Aber wir dürfen jetzt alle raten, wem diese gesamte Rodung eigentlich dient. Na? Uns. Dem Westen. Europäern. Österreichern. Fürs Holz, fürs Öl und für die Wirtschaft. Ja, Brasilien selbst ist ein Entwicklungsland. Jeder 9. Brasilianer lebt in Armut. In einem Land, das natürlichen Reichtum wie Österreich hätte. Armut. Wegen uns.
Ja, damit ist ja das Problem letztlich doch wieder bei uns angekommen. Ah ja, die Umwelt. Die Umwelt, die geht dabei unter. Wird mit Füßen getreten. Ja, ach was, mit Fäusten geschlagen, mit Knüppeln verprügelt, mit Ignoranz übertrampelt. Vor allem eins geht ihr dabei verloren. Das Wasser. Papierherstellung und Fleischproduktion verschlingen Mengen an Wasser, die hier auf heiligem europäischem Boden eigentlich gar nicht genannt werden dürften. Dieses weltweite Auspumpen unserer Grundwasserressource führt früher oder später zur Dürre, zu schlechter Wasserqualität oder zu Wassermangel. Laut einer Studie eines Forschungsinstituts für Entwicklungspolitik wird in 30 Jahren ohne ein Gegensteuern die Hälfte der Weltbevölkerung, bis dahin 5 Milliarden Menschen, unter Wassermangel leiden. Die Ironie an der ganzen Geschichte ist, dass in derselben Zeit der Meeresspiegel im schlimmsten Szenario um einen halben Meter steigen könnte. Bravo. Es scheint, wir haben den Geschmack für das Extreme. Genauso beim Müll. 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel werden jährlich entsorgt. Größtenteils genießbar. 3,5 Millionen Tonnen am Tag. Pro Kopf wirft man in Österreich einen Wert von 400 Euro im Jahr weg. Ein Drittel aller genießbaren Lebensmittel. Weg! Ohne je gegessen worden zu sein. Gut, man möchte meinen, die Abholzung, der Wassermangel und die Müllverschwendung seien doch schon genug. Ganz im Gegenteil. Einige Investoren oder Regierungen kommen nämlich gerne auf so Späße wie Fracking. Das nenne ich Innovation. Ja. Chemikalien in die Erde pumpen, das Grundwasser vergiften und Landstriche unbewohnbar machen. Fürs Gas. Und damit für wen? Für uns. Überraschung. Da kommt mir irgendwann die Frage auf. Wie kommt's bitte so weit? Warum? Warum? Naja, weil ein Flug nach New York und zurück 4 Tonnen vom tollen CO2 braucht. Das wäre dann die Hälfte des jährlichen Verbrauchs eines Österreichers. Und weil für einen Pack Kopierpapier eine Badewanne Wasser drauf geht. Und weil einige 10.000 Hektar Wald niedergebrannt werden für unser Palmöl, im Duschgel, in der Seife, in der Fertigpizza, in den Pommes, in der Schokolade, im Kochöl, in den Kerzen, im Lippenstift, im Waschmittel. Und weil wir nicht wieder zurück wollen in die Steinzeit. Scheiße. Sackgasse. Wir pumpen und verbrennen und schlägern, weil wir uns entwickeln wollen, müssen. Und irgendwann ist alles leer. Das Urteil lautet, wir, die Menschen, waren zu dumm, aus Fehlern zu lernen und schafften es, uns den eigenen Planeten wegzunehmen. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, so ehrlich zu sein und das endlich zu akzeptieren, über uns hinauszuwachsen und für einen neuen Abschnitt, ja eine Art Klimarevolution bereit sind, dann haben wir eines Tages andere Probleme als die arme Umwelt, das böse CO2, der Meeresspiegel oder aussterbende Tierarten. Dann geht es ums Überleben der Spezies Homo sapiens.